Und deswegen muss man tatsächlich so ein bisschen diese, wie sagt Hermann, Gedankenhygiene betreiben, dass man schaut, was lasse ich da rein und was nicht. Ne? Das ist so ein bisschen dieses Prinzip, begrenze deinen Input. Das haben wir ja auch im letzten Heft vom Erfolgmagazin beschrieben, anhand von Napoleon und so weiter, dass gerade so erfolgreiche Persönlichkeiten eben nicht alles in sich reinlassen, weil ich meine, das Bewusstsein arbeitet mit einigen Dingen und verschiebt es dann weiter ins Unterbewusstsein und ich darf mich nicht mit zu vielen Strohfeuern ablenken, die sozusagen mich durcheinander bringen. Also das heißt, in der Stille liegt die Kraft. Hat Ryan Holiday sogar ein Buch darüber geschrieben. Und das heißt, dass man bewusst tatsächlich den Input, den man von außen zugespielt bekommt, begrenzt und auswählt, schon im Vorhinein, will ich mir das anhören, will ich mir das anschauen, will ich mich damit beschäftigen oder eben nicht. Weil einmal drinne, ist es drinne. Das ist ja dieses Phänomen, was viele Leute auch gar nicht so wirklich begreifen, dass alles, was du jemals gehört, gelesen, gesehen hast, abgespeichert wird. Zwar nicht so auf der bewussten Ebene, aber auf der unterbewussten Ebene. Und das ist eben etwas, was all mein künftiges Denken und Entscheidungsprozesse und so weiter ja auch beeinflusst. Da kannst du dich kaum gegen wehren. Und deswegen muss man tatsächlich so ein bisschen diese, wie sagt Hermann, Gedankenhygiene betreiben, dass man schaut, was lasse ich da rein und was nicht. Ne? Auch wenn das manchmal so ein bisschen weltfremd dann wirkt, wenn man sagt, nee, damit will ich mich nicht beschäftigen. Wie? Damit muss man sich doch beschäftigen. Wer ist Mann? Müssen tue ich gar nichts. Atmen und Steuern zahlen muss ich. Aber sonst, da kann man eben schon drauf achten.